Damit herzlich willkommen zu H1Z1, die offene Beta. Wir haben ja jetzt die Abenteuer von Captain Spirit fertig gespielt und ich dachte, danach kann man ja trotzdem noch ein Spiel spielen. Und dadurch, dass vor langer Zeit H1Z1 die offene Beta von Battle Royale rausgekommen ist und natürlich der Battle Royale halt real ist, nein, ich habe gesagt, ich spiele Spiele, die kostenlos sind, habe ich mir gesagt, oder ich habe gesagt, ich spiele. Die kosten sind oder halt unter 5 Euro kosten, die werde ich mir mal so angucken, ob ich die spielen möchte. Und auf jeden Fall die kosten sind, die werde ich auf jeden Fall spielen, aber die unter 5 Euro kosten, gucke ich mal. Und würde mir die dann einfach mal holen. Ich vorstellen, dass es wieder ein Spiel, das kostenlos ist. Und ja, davon ist das jetzt hier die offene Beta. Viele haben das schon gespielt, weil die schon älter ist, aber ich wollte sie erst jetzt spielen. Und ja, das ist jetzt meine erste Runde. Ich habe den Charakter nur kurz erstellt. Das heißt, ich habe keine Ahnung, was man hier alles machen kann. Kampfbildung über eine Kampffähigkeit gegen die anderen Spieler in der Umgebung, die Spawn aktiviert wird. Nein, wir spielen eine Runde Solo. Suchen ein Match. Und ja, meine erste Runde. Ich werde wahrscheinlich nicht gewinnen. Und ja, ich werde einmal bei meiner ersten Runde jetzt dabei sein. Und dann werde ich einmal noch, wenn ich es irgendwann mal schaffe, eine Runde hochladen, wo ich einen Sieg hole. Aber jetzt erstmal seid ihr bei meiner ersten Runde dabei. Ich bin ein bisschen aufgeregt, denn ich habe nie H1Z1 gespielt. Ich habe damals H1Z1, damals von Sarazan, mir noch angeguckt. Und das ist aber auch schon länger her. Und das war das einzige Mal, wo ich wirklich mit diesem Spiel konfrontiert wurde. Aber es hat nämlich so ein bisschen halt an PUBG. Match spielt in 10 Sekunden. Ich habe keine Ahnung, was man alles machen kann. Ich weiß nur, damit kannst du jetzt springen. Alter, Rambay. Das ist, kann man sagen, so das Realistische gegenüber Fortnite. Schätze waren, sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Aber auch geil, der andere Bildschirm und so die tolle Laufanimation ist ja wieder on point. Gewinne, um H1Z1 zu gewinnen, musst du der letzte im Match sein, besiege dann den Gegner los. Ach was, danke für den Tipp. Da bin ich gerade, Ärger unmöglich, ich bin hin. Wir haben nicht den ganzen Point jetzt hier. Und Granaten. Verdammt, sehr gut. Haben wir auch schon mal geklärt, wie gesagt, ich habe das noch nicht einmal gespielt. Links sieht man 100 Leben, wo es haben wir noch gar nichts. Wir müssen jetzt hier zum Haus hin. Ich hoffe, da ist noch keiner gelandet jetzt. Vielleicht wird es jetzt auch die erste Runde sein, wo ich einfach direkt sterbe. Ich nehme das einfach zum Anhalt auf. Und wenn ich sterbe, ist einfach die Folge direkt vorbei. Also nicht wundern, ich werde diese Runde einfach absolut campen, auf jeden Fall. Hier ist auf jeden Fall, ne? Boah. Scheiße. Aber dürfte auch eigentlich hatte. Voll Leben?
Ja, gut, ne? Leute, das war meine erste Runde. Ja. Da. Wie gesagt, ich habe das noch nicht einmal gespielt, das war jetzt meine erste Runde, ich wollte euch einfach mal mitnehmen. Ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Das nächste Video von Heinz, dann wird hoffentlich eine Kill-Runde oder eine Siegrunde. Ja, wie gesagt, dann bis zum nächsten Video, noch einen wunderbaren Tag, egal was auch immer ihr macht. Ciao.